Vielleicht auch mal aufstehen? Ihr könnt wieder rauskommen. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Die Verschlingerin und Apophis müssen erfreut sein. Und der Geruch, der Gestank. Mann, nein, der Gestank. Gewöhnt sich dran. Tatsächlich? Nein. Bayek, Priester werden selten dazu berufen, dem Volk zu dienen. Und nun büße ich dafür. Hier trennen sich unsere Wege, Magi. Ich bin nun kein Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe in Frieden, Lysander. Du auch, Magi. Bayek. Vielen Dank. Hey. Machen wir kurz noch das hier. Wo ist mein Pferd? Weggelaufen, okay. Ah ne, das war so ein Dingstor, okay. Machen wir doch nicht. Yeah!
Déjà vu. Warum ist er so schnell? Ist ja viel zu schnell, der Typ. Wait, da haben noch andere mitgemacht? Da ist ja ein 1 gegen 1. Yeah!
Das ist so buggy. Schon. Zwei Siege. So. Das Schicksal muss. Senefer, bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du! Oh! Oh! Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze! Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe! Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Also. Ist Aya bei dir? Ah, hey, ich bin allein. Ich habe nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Alles klar, ab in die Taverne. Bewegung! Los! Elende Mistkönig, was soll das werden? Ich sah dich letzten Monat. Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek,
Wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Huh? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Huh? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ich brauche mehr zu trinken. Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Komm, beweg dich! Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf, deine Heimat. Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf! Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Ihre Idole hast du auch übernommen, was? Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und ein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bayhex. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Noch? Ja.
Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Umsage. Sei gegrüßt, Freund. Verkauft. La brosche. Τι συμβανέστη. Παιδες, λέξον μη. Mein Leben. Nebet, welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir ja zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay, rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. So, dann wollen wir mal probieren, diesen Sohn zu finden, oder? 300 Meter. Wow. Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Malla kere.
Oh. Hey! Diese Zone ist tabu. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Was stimmt nicht mit dir? Er sieht einfach nichts. Geiler Boy. Moment, war das? Unfassbar, dass dieser Narr es mit uns allen aufnehmen wollte. Ich sag doch, die Anhänger der Grünen sind die dümmsten. Aber was sollen wir mit ihm machen? Die Büste war ja nett. Aber er hatte überhaupt kein Geld bei sich. Ich bringe dich zurück zu deiner Warum hast du sie in den Fluss geworfen? Sie haben meinen Bruder. Wir hätten sie verkaufen aber können. Aber es waren zu viele. Ich bin verletzt. Ja, genau. Er sieht mich natürlich. Was ist eigentlich für eine dreckige Sicht? Sie haben meinen Bruder ermordet, aber es waren zu viele. Ich bin verletzt. Du musst sie für mich töten. Na gut. Wir sorgen für Gerechtigkeit. Gehen wir nach Hause. Warte, Magi. Die Schlappschwänze haben eine Büste von Ikarus gestohlen, die meine Mutter für das Denkmal des großen Wagenlenkers angefertigt hatte. Sie haben sie in den Fluss geworfen, um sie zu entehren und die Fahrer der Grünen zu verfluchen. Wir brauchen sie! Ich bringe dich zuerst zu deiner Mutter. Nein, du musst sie holen, bevor sie für immer verloren ist. Sonst wird sich meine Mutter nie von der Verzweiflung erholen. Ich würde es selbst tun, doch ich bin zu schwach. Bitte, finde die Büste, damit wir sie zurückbringen können. Wenn es sein muss. Was? Stirb, du Wurm! Wow. Selbst im Tod fasst du ihre Leidenschaft an. Wir bringen dich wieder zurück. Halt! Bleib stehen!